Ja, willkommen im schönen Nach- und Ausklang der Salzburger Pressekonferenz. Papas Amadeus Haus Indras, an meiner Seite Berti Wistuba, die für mich und nicht nur für mich eine ganz, ganz wichtige Person ist. Ohne sie läuft hier gar nichts. Sie steht uns mit Rat und Tat zur Seite von der Planung über die Betreuung unserer Ehrengäste. Berti, vielen, vielen Dank, dass du uns so hilfst immer. Und ich hoffe, du hast auch eine Freude. Wir sind heuer 2006 einmal angefangen. Du bist von Anbeginn dabei, auch mitentwickelt unsere Kindergartentage. Ja. Ich hoffe, du bist auch mit voller Aufregung mit dabei heuer. Ich bin voll motiviert, freue mich sehr, gerade bei so einer Veranstaltung mein Know-how einbringen zu können. Ich bin jetzt immerhin 20 Jahre im Landesfachverband und mit den Reitern verbunden und diese Papas Amadeus Horse Indoors, das muss ich rausbringen, ist für uns als Verband ja einfach jedes Jahr wieder eine Freude. Die Leute sprechen uns an und gerade ich bin für die Ehrengäste teilweise zuständig und man glaubt gar nicht, wie viel schon im Vorfeld und sagen, wie sehr sie sich auf diese Veranstaltung freuen. Das freut uns auch, wobei wir mal einiges lernen müssen. Das ist ja so, wir sind schon langsam, wachsen wir, glaube ich, auch aus den Kinderschuhen hinaus und lernen schon mit dem Ganzen umzugehen. Aber deine Erfahrung war für uns immens wichtig. Und du hast uns ja auch geholfen für die pferdestarken Schultage. Ja, die pferdestarken Schultage, glaube ich, sind eine Terminsache. Dass sie so stark waren, wie sie in den ersten 2 Jahren waren, war schon, glaube ich, der Termin Oktober, wo einfach die Schulen noch mehr Lust haben oder mehr Zeit haben, in die Arena zu gehen. Jetzt im Dezember sind Schularbeiten am Plan, es sind sehr viele Weihnachtssachen. Ich weiß nicht, wie viele Schulen heuer sich gemeldet haben. Ja, wir haben ein großes Glück und der Herr Dr. Robert Schaut, Landessportdirektor von Salzburg, hat uns bei den Aussendungen geholfen und wir haben über 1000 Kinder da. Puh, das wird eine feine Sache und eine große Herausforderung wahrscheinlich auch für die Schüler der Schule Winkelhof, die wir ja dazu eingesetzt haben, diese Schüler zu betreuen. Also ich freue mich, wenn so viele kommen. Ja, und wenn da jetzt noch ein paar Schulen oder Kindergärten zugehört haben, einfach noch anrufen, anmelden und vorbeikommen. Donnerstag und Freitag pferdestarke Schul- und Kindergartentage mit einem tollen Programm von der Pferdewirtschule Winkelhof, mit der Unterstützung vom Landesfachverband für Reiten und Fahren Salzburg und natürlich der Landessportdirektion und unserem Landesschulrat. Vielen Dank, auf Wiedersehen.